drei Tage hart trainiert, um die drei Profis hart zu schlagen. Denkt an unsere Ordnung. 13, 14, 9. Wollen wir gewinnen? Ja! Willkommen im Zillertal zum einzig wahren Härtetest vor der neuen Saison. Die Werder Fußballschule empfängt die Werder Profis. Das Stadion fast ausverkauft. Keiner will sich dieses Spitzenspiel entgehen lassen. An der Aufstellung sieht man schon die Fußballschule in einem klassischen 13-14-9-System. Die Profis aber haben Anstoß. Niklas Schmidt, von dem wir uns heute viel erhoffen, Theo Gebrselassie, versucht gleich einmal seine Packing-Rate nach oben zu treiben. Gelingt hier noch nicht. Dafür läuft der erste Konter. Keanu Ruckmann raus auf Erik Heger. Über die rechte Seite Jonas Huber steht in der Mitte, schaltet am schnellsten von allen, drückt den Ball über die Linie. Und das nach gerade einmal 18 Sekunden. So früh haben die noch nie getroffen. Aber die Frage muss einfach erlaubt sein, wo ist da die Unterstützung für Levin Borchers? Der Schlussmann der Profis völlig allein gelassen. Allein gegen 16, da ist selbst er machtlos. Was lassen sich die Profis einfallen? Packing führt nicht zum Erfolg. Vielleicht der Einzelaktionen, wie hier Theo Gebrselassie. Aber was macht er denn da? Er sucht ja förmlich den Zwei- bzw. Mehrkampf statt den freien Raum. Das kann nichts werden. Und so gibt es den nächsten Angriff auf das Tor der Profis. Wieder über Erik Heger, dann Tom Sander. Und am Ende ist es Levin Borchers, der einen noch größeren Rückstand verhindert. Er bislang der auffälligste Spieler in den Reihen der Gäste. Kein Durchkommen für die Profis. Die Fußballschule mit aggressivem Pressing von Beginn an setzt den Gegner früh unter Druck, schaffen zu jeder Zeit ein Überzahlspiel und lassen ihren Gegner kaum eine andere Möglichkeit als den Ball zu verlieren. So auch in der 8. Minute. Theo Gebrselassie mit dem Ballverlust im Spielaufbau. Keanu Ruckmann mit dem 2:0. Da spielt er seine ganze Technik aus, versenkt den Ball im Netz, während Theo einfach nur zuschaut und zu weit von dem 12-Jährigen entfernt steht. Levin Borchers scheint schon jetzt restlos bedient zu sein. Er mag sich wahrscheinlich auch denken, da spielt man einmal mit Profis zusammen und dann kommt am Ende sowas dabei raus. 0:2 und es kommen schon die ersten Verzweiflungsaktionen. Niklas Schmidt aus 40 Metern direkt genommen. Das kann man mal machen, wenn einem nichts anderes einfällt. Keine Gefahr für Niklas Schönheit und Paul Hunold im Tor der Werder Fußballschule. Vielleicht Standardsituationen, die zum Erfolg führen können. Niklas Schmidt bei der Ecke sucht die mitgelaufenen kopfballstarken Mitspieler wie Theo Gebrselassie. Seine Kopfballstärke hat sich ja bereits rumgesprochen, wird gleich von mehreren Spielern gedeckt. Erfolgreich, wie man sieht. Und da läuft dann auch schon der nächste Angriff, die nächste Angriffswelle auf das Tor der Profis zu. Keanu Ruckmann, bedrängt von Niklas Schmidt, Tore Clemens bekommt den Ball, schickt Lennart Spenner, der sucht den Abschluss, aber wieder einmal ist Levin Borchers der Sieger in diesem Duell. Dabei war der ein oder andere Mitspieler in der Mitte ungedeckt, aber mal ehrlich, der Keeper hat sich hier das ein oder andere Softgetränk der Profis redlich verdient. Das ist wohl das Mindeste, was sie ihm da schuldig sind. So langsam merkte man den Profis die Trainingsbelastung der letzten Tage an. Dem Gastgeber boten sich immer mehr Räume zum Kontern. Jeremy Lehmann mit einem feinen Trick. Tamino Löper legt den Ball spektakulär ab und Gabriel Ziegler schweißt das Ding in den Winkel. Das ist ja ein Wahnsinnstor von dem 13-Jährigen. 3:0, 3 Minuten vor dem Ende. Sind wir mal ehrlich, da hilft den Profis jetzt eigentlich nur noch ein echtes Wunder. Noch einmal Ecke. Niklas Schmidt sucht wieder. Theo Gebrselassie in der Mitte gegen zahlreiche Mitspieler. Doch was ist das? Gebrselassie sinkt zu Boden. Der Unparteiische entscheidet auf Strafstoß. Behilft sich noch einmal mit dem Videobeweis. Auch das ist neu, kennen wir vom Confederations Cup. Auch da hat es nicht immer funktioniert. Und auch hier bleibt unklar, ob denn überhaupt eine Berührung vorlag. Was sagt denn der Verursacher dieser Aktion, Kane Ruckmann, dazu? Es kam natürlich zu einer leichten Berührung zwischen mir und Theo im Strafraum, aber da habe ich auch schon gesehen, dass er sehr viel mitgeholfen hat, um da hinzufallen. Und letztendlich habe ich mich zwar auch entschuldigt, bin auch froh, dass ich keine Karte bekommen habe, aber einen Elfmeter müssen wir, glaube ich, nicht reden. Und die Profis, die überlassen die Verantwortung ihrem besten Mann an diesem Tag. Levin Borchers, der Kapitän, der sollte nur so vor Selbstvertrauen strotzen. Levin Borchers gegen Niklas Schönheit und Paul Hunold. Was für eine Drucksituation für den Elfjährigen. Und der Pfosten rettet für die Werder Fußballschule. Dabei hätte sich Levin das so sehr verdient, hier einen Treffer zu erzielen. Und wieder läuft ein Konter. Oh, was ist das? Denn die Fußballschule scheint ja jedes Mittel zu nutzen, um hier das Ergebnis noch höher zu gestalten. Und nein, Niklas Schmidt auch noch mit einem Eigentor. Das musste ja noch passieren. Das passt absolut ins Bild. Da winkt er schon ab. Lass es bloß zu Ende sein. Das 0:4 quasi mit dem Schluss. Eine wirklich deutliche Angelegenheit. Ob es die Profis auszusehen, dass es so deutlich war, ich weiß ja nicht. Unentschieden. Unentschieden, oder?
Wer hat gewonnen? Wir haben gewonnen, ne? Nein. Wir haben gewonnen. Theo, großartig. Wir haben gewonnen. Wer hat gewonnen? Wir haben gewonnen. Oder wer hat gewonnen? Nein, nein, nein. Ja, verdient, am Ende verdient. Ja, wir haben natürlich die Räume genutzt. Wir haben so gespielt, dass es oftmals auch so wirkte, als ob wir in Überzahl wären. Also schnelle Pässe führen natürlich zum Erfolg und schnelles Tempo auf jeden Fall auch. Die Fußballschule hat sich hier in einem äußerst guten Zustand präsentiert. Sie sind ja bereits am Ende ihrer Vorbereitung. Die Profis müssen noch ein wenig nachlegen, bis auf vereinzelte Aktionen von Theo, Gebrselassie und Niklas Schmidt war von ihnen nichts zu sehen. Dafür hat sich Levin Borchers für höhere Aufgaben empfohlen. Wir verabschieden uns aus Aschau. Danke, dass Sie bei diesem Spitzenspiel dabei waren.